Freunde, Silverfuka mein Name. Mein erstes Video ist ein Unboxing-Video und gleichzeitig mein Vorstellungsvideo. Wie ihr an dem Titel schon entnehmen könnt, es geht um Holster, um einen Holsterkopf-Unboxing. Und zwar nicht um den hier, es geht um einen anderen, aber das ist so mein Lieblingsholsterkopf. Aber nein, es geht heute um einen aus der Bengala-Reihe wieder mal. Und dieses Mal geht es um den Black Mamba von Holster. Und hier hinten ist das Zeichen von Bengala. Cool an dem Kopf ist, er ist optimal für ein HMD geeignet, also für ein Heat Device Management, sprich eine Smokebox oder einfach für Alufolie und Sieb. Ich habe mich in der Variante für Alufolie und Sieb entschieden, heute zu testen mit Miss Josie. Miss Josie ist ein Erdbeer-Himbeer-Tabak. Unsere Kohlen sind schon auf dem Grill. Ich würde einfach nicht lang schnacken, ich würde jetzt gleich den Kopfbau noch machen. Und dann komme ich weiter zu mir. Fertig, habt ihr ja gesehen. Jetzt habe ich 3 One Nation Kohlen draufgehauen. Nachtrag, das ist ein Video zum Unboxing nochmal neu gemacht, weil das erste Video nicht aufgenommen hat. Die Kamera hat es irgendwie nicht aufgenommen, warum auch immer. Und ja, zu mir, mein Name ist Jan, aka Sinafuka. Ich bin 22 Jahre alt, komme aus der Umgebung Stuttgart, sprich Baden-Württemberg. Warum ich angefangen habe mit YouTube jetzt, ist ganz simpel. Ich habe angefangen auf Instagram, bisschen mal zu bloggen und so. Und es hat mir aber Spaß gemacht. Ich habe mir auch gedacht, okay, komm, wenn ich jetzt schon auch Stories mache, live gehe auf Instagram und alles, warum dann nicht auch noch YouTube? Da ich einfach, mir macht es einfach Spaß. Da mir auch vor allem Shisha-Raum Spaß macht, wie ich dazu auch gekommen bin, ist einfach der simple Grund. Kuppel hat mir zu meinem 21. Geburtstag letztes Jahr eine Shisha geschenkt und da hat es dann so einen kleinen Rollstein gegeben, dass ich dann immer mehr in die Shisha-Szene reinkam und dann auch dementsprechend immer mehr geraucht habe. Miss Josie von Holster, also Holster Tabak im Holsterkopf. Miss Josie ist ein relativ fruchtiger Tabak, der ja aus Himbeere und Erdbeere besteht. Wobei ich sagen muss, hier hast du wirklich die Himbeere im Vordergrund, was ich auch sehr angenehm finde. Geraucht wird in der Most Breeze. Werde ich auch unten in die Videobeschreibung alles reinpacken. Gerade den Holz Online Shop, den Most Online Shop, One Nation werde ich auch nochmal mit reinpacken. Aus dem simplen Grund, falls ihr mal bei Most Breeze mal reinschauen wollt, weil das Coole an der Most Breeze ist, sie hat keine Ausblasventile irgendwie hier an der Seite oder so, sondern wirklich hier in der Mitte. Wie man jetzt vielleicht nicht so gut erkennen kann, weil nicht so viel Rauch da ist. Mein Setup ist einfach alle Folie, wie ihr gesehen habt, und dann ein Sieb drauf und da halt 3 Kohlen. Und ihr seht, rauchen tut es wie wild. Wenn jemand Bock auf den Black Mamba hat, der ist immer mal wieder im Sale, der ist immer mal wieder im Online-Shop drin von Holster. Aber auch aus Schamholzstein besteht dieser Kopf. Und das ist das Besondere an ihm, weil man sowas nicht häufig in der Shisha-Szene sieht. 27,90 kostet der Kopf. Mit Versand seid ihr bei knapp 34-35 Euro. Empfehlenswert, ihr kauft euch 2 Köpfe, also könnt auch einen anderen nehmen. Es gibt da verschiedene, so zum Beispiel mein Name It. Das ist eine Limited Edition im Pennywise Design. Ab 50 Euro habt ihr nämlich versandkostenfrei. Das finde ich voll cool.
Und ja. Wie gesagt, rauchen tut es aus der Schwitzkaste raus. Es ist heftig. Ich habe den Kopf heute zweimal jetzt getestet, das ist jetzt das zweite Mal. Und er raucht wie wild. Ich bin begeistert. Wie ihr sehen könnt, auch Ringe klappen relativ gut. Mal klappen sie nicht bei mir. Da bin ich noch ein bisschen in der Übung. Aber ja, nee, wie gesagt, es gibt noch ein weiteres Video bald. Es ist ein Unboxing-Video zum Somo-Paket. Das habe ich jetzt ausgepackt schon, habe alles gefilmt. Und dabei ist mir auch aufgefallen, dass da was fehlt. Deswegen wird da ein Nachtragvideo gemacht. So ungefähr wie jetzt. Aber sonst würde ich mich freuen, wenn ihr einfach ein Abo da lasst, ein Like da lasst. Mir auch vielleicht in die Kommentare schreibt, was ich verbessern kann. Ich würde mich sehr freuen, weil ich würde mich sehr gerne immer wieder verbessern können. Und ich würde mich richtig freuen über eine coole Resonanz. Mein Instagram-Kanal werde ich auch noch hier in die Beschreibung reinpacken. Checkt den mal aus, wenn ihr es noch nicht habt. Was ich aber vermutlich hoffen werde, dass viele meiner Follower aus Instagram hier reinschauen werden. Und dann werde ich erstmal dicke, fette Liebe an euch geben. Und wer weiß, wie weit wir kommen. Und wenn wir richtig weit kommen, wird es vielleicht demnächst auch schon ein Gewinnspiel geben. Das wäre es von mir gewesen. Danke fürs Einschalten. Euer Sinofuka.